Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, wie es dazu kam, dass auf dem Territorium dessen, was wir heute als Bundesrepublik Deutschland kennen, zwei unterschiedliche Staaten entstanden sind. Und das kam so, dass wir rufen uns vielleicht zunächst in Erinnerung, dass es eine konstitutionelle Monarchie in Deutschland gegeben hat von 1871 bis 1918, eine, man könnte sagen, instabile Demokratie von 1918 bis 1933, eine Diktatur von 1933 bis 1945 und dann zwei Staaten ab 1949. Und dazu muss man wissen, dass Deutschland aufgeteilt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in drei westliche Besatzungszonen, nämlich eine britische, eine amerikanische und eine französische und eine sowjetische Besatzungszone im Osten. Genauso wurde Berlin aufgeteilt in Ost-Berlin, die sowjetische Besatzungszone in Berlin und die drei Westteile Frankreichs, Großbritanniens und der USA. Es kam dann so, dass es schon vor 1949, also vor der Gründung der Bundesrepublik, Landtagswahlen gegeben hat. Und so konnten die Westalliierten den Auftrag geben, in der sogenannten Londoner Konferenz in der ersten Jahreshälfte 1948 an die Länder eine Verfassung auszuarbeiten, was die Länder dann auch taten. Nämlich im August 1948 zusammenkamen auf Herrenchiemsee. Das waren 30 Experten aus Politik und Recht, die dort so etwas wie eine Verfassung ausgearbeitet haben und diese dann weiterreichten als Vorlage für den Parlamentarischen Rat, der ab September 1948 tagte in Bonn und dort das, was wir heute als Grundgesetz kennen, ausgearbeitet hat. Präsentiert wurde das Grundgesetz im Mai 1949, am 8. Mai verabschiedet, am 8. Mai abgestimmt und am 23. Mai verabschiedet. Und das ist im Prinzip das Grundgesetz, wie wir es bis heute haben. Grundgesetz deswegen, weil es ursprünglich als Provisorium gedacht war und nicht als ewige Verfassung, weil Deutschland eben geteilt war.